Schwarze Magie, weiße Magie, Corona, wow. Schön, dass du hier bist. Heute geht's mal ein bisschen ans Eingemachte. Und zwar finde ich, dass ein Lichtarbeiter nicht nur die guten und schönen Dinge anschauen sollte, sondern auch die Gegenseite betrachten sollte, damit er weiß, um was es überhaupt geht und wie er sich zur Wehr setzen kann, wie er dann auch das Licht stärken kann. So ist diese Sendung entstanden und ich nehme dafür einfach mal das Beispiel von Corona. Es ist jetzt nicht so, dass es andere Beispiele auch gäbe, aber die gibt es in Massen. Aber dieses eine ist ja, betrifft jetzt die aktuelle Zeit und da werdet ihr mich auch besser verstehen. Ich fange mal an mit Erklärungen der Magie. Was ist Magie überhaupt? Denn viele Menschen haben ja auch Angst vor schwarzer Magie, zu Recht. Aber schon allein vor etwas Angst zu haben, verstärkt ja das Negativ. Also von daher, bitte habt keine Angst. Magie allgemein, nicht, also ich sage jetzt nicht schwarz oder weiß, sondern allgemein, der Begriff von Magie bedeutet ja an sich, etwas zu verstärken. Etwas, was du gesprochen hast, dem ganz viel Kraft zu geben. Das ist Magie. Allein der Glaube, also die Kraft der Worte, hier oben das Hirn, die Kraft der Worte, die Energie der Worte, der Gedanken, die Energie der Gedanken, werden verstärkt durch Magie. Das ist alles. Das ist eine ganz starke Manifestation. Und diese Kraft, diese Manifestationskraft trägt jeder in uns. Es ist jetzt nicht so, dass das nur bestimmte Menschen können, sondern das kann jeder. Es kommt jetzt wieder nur darauf an, wie sehr man sich mit dem Thema beschäftigt und wie geübt man ist. Das heißt jetzt, ein Magier ist der Mensch, der sehr geübt ist in diesen Dingen, der sich damit beschäftigt hat, welche Kraft seine Gedanken, seine Worte haben. Der Mensch, der in der 4D, 5D lebt oder in diese Dimensionen in sich schon zum größten Teil lebt, diese Bewusstseinsebenen, der wird nur als weiser Magier wirken. Der kann das gar nicht anders und das ist ja auch unser Ziel. Aber die anderen, die jetzt in der 3D-Wirklichkeit leben, die haben diese negativen Denkstrukturen, da geht es um Macht, um Geld, um Habgier, um all diese negativen Dinge oder die auch negativ belegt sind vom Kollektiv. Ein Magier aus der 3D oder ein Magier, der eben für die negative Seite steht, der verwendet dieses Werkzeug da dafür, um Menschen zu beeinflussen. Das heißt, es wurde nur ein einziges Mal von einem großen schwarzen Magier zum Beispiel diese Idee in die Welt gesetzt, dass Corona ein tödlicher Virus sei. Mehr nicht. In dem Moment sind die Menschen in Angst verfallen. Oh Gott, wir müssen sterben. Das heißt, die Menschen, die in 3D noch verhaftet sind, die in der normalen Welt, die noch nicht sich ihr Bewusstsein erhöht haben, sondern eben in der normalen, im Kollektiv leben, die verfallen alle in Angst. Und dadurch bekam dieser eine Gedanke, dieses eine Wort von diesem großen Magier ganz viel Kraft. Und diese Kraft hat sich über die ganze Erde verteilt. Ihr könnt jetzt heute mit dem Video, was ich heute oder mit dem, was ich euch zu sagen habe, könnt ihr natürlich ganz, ganz klar eure eigene Meinung bilden. Ihr könnt auch sagen, die Nirjana, die spinnt heute, die ist ja total ganz anders als sonst, aber ihr dürft alles denken und sagen, was ihr möchtet. Das sind einfach meine Gedanken zur aktuellen Situation, die man schon mal gehört haben sollte. Denn wenn man das jetzt so weiß und vielleicht sogar versteht, was ich gesagt habe, weiß man auch, dass es alles nur etwas Gemachtes ist.
Das ist etwas Selbstgemachtes. Diese Angst haben die Menschen sich selbst gemacht. Denn vor vielen Jahren kam das mit der Grippe auf. Da hat kein Magier gesagt, Grippe ist tödlich, Achtung. Wir haben das alle gewusst, aber es wurde nicht so verbreitet wie jetzt dieses Thema. Ja, und wenn ihr die Parallelen anschaut, man stirbt natürlich auch an Grippe. Und die Zahlen werden ja alle verfälscht. Es gibt ja keine richtigen Zahlen, die jetzt objektiv wären, sondern es wird, wer grippekrank war und an Grippe gestorben ist, hat plötzlich auch Corona und wird dann in der Statistik auf Corona geschrieben. Das bedeutet ja, dass es gibt also Statistiken, wo es jetzt keine Grippetoten mehr gibt, sondern die sind kolossal zurückgegangen. Gibt es noch 2, 3, wo es vorher 5.000, 8.000, 20.000 gab. Die gibt es jetzt nicht mehr, diese Statistiken. Dafür gibt es Statistiken, wo also jetzt diese alle an Corona gestorben wären, die eben früher an Grippe gestorben werden. Und das ist ganz schlimm und das wird aufgebauscht durch diese schwarzmagische Energie. Und so kommen die Menschen in ihre Angst. Man kann mit diesen Menschen machen, was man möchte. Ein Mensch, der Angst hat, der Existenzangst bekommt, dem hat man die Freiheit geraubt. Und das genau das ist es, was jetzt die Gegenseite möchte. Sie möchte also tatsächlich alle Menschen unterjochen, denen die Freiheit nehmen. Ihr seht es ja, es funktioniert gut mit dieser Maskenpflicht. Das hat ja so angefangen, dass es am Anfang wurde es empfohlen und dann hat sich aber schon die Angst gebildet gehabt. Ich habe da diese eine Situation immer noch im Kopf, als ich beim Bäcker war und die Verkäuferin mich dermaßen angefahren hat, wegen der Maske und so. Und dass da selbst die Menschen sich untereinander diesen Druck ausüben und dann auch gucken, was macht der Nachbar und so. Also es ist diese Gemeinschaft der Liebe, könnte zerstört werden, allein durch solche Dinge. Und jetzt ist es ja Masken. Habe mich fast verschluckt. Und jetzt ist aus dieser freiwilligen Maskengeschichte eine Maskenpflicht geworden. Und genauso kann das natürlich auch mit dem Impfen werden. Ja, im Moment ist es noch freiwillig. Je mehr Menschen sich dann freiwillig impfen lassen, desto mehr Pflicht wird es. Also es wird sowieso, könnte ich mir vorstellen, so sein, dass später, wenn du mal verreisen willst oder so, wenn du nicht geimpft bist, wirst du das nicht tun können. Also das ist dieser indirekte Druck auf die Menschen, da eben sich impfen zu lassen. Es werden sich dadurch aber auch andere Perspektiven ergeben, wo eben sich die Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, andere Lebenswerte finden. Das ist einfach wichtig, dass wir aus dieser ganzen Energie aussteigen, aus diesem negativen Denken, aus diesem Angstmachen rausgehen. Wir sind alle freie Geschöpfe. Wir können uns wehren und wir sind so viele Menschen. Ja, wenn ihr überlegt, wie viele Menschen wir sind und wenn wir uns alle wehren, wenn wir sagen, das ist Quatsch, wenn wir uns nicht in dieses negative Denken hineinpressen lassen, können wir alles ändern. Und das ist wirklich, da ist jeder Einzelne gefragt. Und ihr könnt euch das für euch überlegen, was jetzt diese Worte mit euch machen, die ich jetzt so aufgezählt habe. Denn es ist eigentlich gar nicht so schwer. Im Moment sieht es auch noch so aus, dass sehr viele Menschen in ihrer bequemen Komfortzone bleiben. Das heißt, wir sind jetzt auch an Silvester, mein Gott, alle zu Hause geblieben, weil eben diese Ausgangssperre auch noch ist. Also alles wird in der Freiheit eingeschränkt. Die Menschen sollen nur noch konsumieren und sollen ihre göttliche Flamme abgeben. Letztendlich, damit die Dunkelheit noch mehr Macht bekommt. Es ist dieser große Machtkampf und der gehört zur Aufstiegsphase. Also dieser Machtkampf von Licht und Dunkelheit, da ist Corona ein ganz großes Werkzeug und lasst euch nicht davon beeinflussen. Bleibt in eurer Liebe
und hört nicht dauernd diese Nachrichten und all diese gefakten News, die man da findet. Das bringt nur negative Energie, und dann mit dieser negativen Energie bekommt man auch noch unbewusst vom Kollektiv auch noch Energien ab, von denen man sich wirklich auch ja sehr oft reinigen sollte. Und wichtig ist es für mich jetzt in dieser Zeit, die ja so krass ist, wo wirklich die Möglichkeit besteht, dass wir aufsteigen, dass noch ganz, ganz, ganz viele Menschen erwachen und erkennen, dass es so, wie es jetzt im Moment ist, überhaupt nicht weitergehen kann. Ja, und dass, wenn das wirklich alle Menschen erkennen würden, dann wäre es ein leichtes für das Licht. Aber das Licht beeinflusst nicht. Das Licht ist die Liebe selbst, und diesen Weg muss jeder Mensch für sich selbst erkennen. Und raus aus dem kollektiven Denken zu gehen, raus aus dieser schrecklichen Angstenergie, das ist unser Weg. Und mein Appell ist einfach an euch, überlegt euch mal, was ich gesagt habe. Es gibt auch noch ein Video von mir, mal da oben mache ich euch jetzt mal den Link dazu rein. Das heißt Das Gute und das Böse. Das habe ich voriges Jahr, glaube ich, gepostet. Und da seht ihr genau in diesem Video von Madonna, was gerade geschieht. Da seht ihr auch die Menschen, die haben zwar keine Masken, aber die haben diese anderen Dinger da auf, und wie die rumgeschubst werden und wie praktisch eine neue Regierung, eine komplette für die Erde entsteht, und das ist die des Bösen. Die Gegenseite ist ja, sag ich mal, schlau. Die entgeht, oder die möchte dem Karma entgehen, indem sie alles vorher schon mal ankündigt. Die können dann zu dir sagen, ja, du hast es doch gewusst. Warum hast du nichts dagegen gemacht? Jetzt bist du ja in dieser Lage. Schaut euch dieses Video nochmal an. Ich habe es oben verlinkt. Es ist total krass. Und es zeigt die Wirklichkeit so, wie sie ist. Und als Lichtarbeiter sollte man sich tatsächlich nicht verschließen vor diesen Dingen und nicht sagen, ich bin in der Liebe, mir kann nichts geschehen, alles ist gut. Du musst dann schon auch ein bisschen aktiv werden, denn sonst passive Menschen, mit denen kann man ja auch alles machen, was man möchte. Also aktiv werden und raus aus diesen kollektiven Gedankenstrukturen, die ja nur klein machen und die genau diese negative magische Energie tragen, welche die Menschen krank machen soll, welche die Menschen unterwürfig macht. Dann kommt das Impfen, dann kommen die Chips. Also praktisch, dass du gar keinen freien Willen mehr hast, sondern nur noch gesteuert, fremdgesteuert tatsächlich durch das Leben gehst. Und das ist ja wohl nicht das Ziel. Das hat nichts mit der göttlichen Ordnung zu tun, sondern das ist das Ziel der Gegenseite, und das ist alles offen gesagt und gelegt, und die meisten von uns träumen noch. Ich hoffe, dass ihr ja die Worte jetzt nehmt und ein bisschen nachdenkt. Wir machen jetzt eine Meditation, wo ich euch, ja, ich hoffe, dass das irgendwie dann auch rüberkommt, wo wir in die göttliche Liebe gehen, unser göttliches Feuer stärken und dann auch stark gemacht werden gegen die Gegenseite. Ja, ich bin gespannt, was ihr jetzt zu diesem Video sagt und mir dann unten reinschreibt. Ich wünsche mir, dass es euch berührt, dass es uns weiterbringt und die Kraft der Liebe verstärkt. So, ich habe hier Merlin. Wir brauchen einen großen Magier an der Seite. Das ist Merlin. Und der hat die Kraft, alles aufzulösen. Ich spüre es schon. Wunderschön, wie die Energie gerade strömt. Ich bitte um die Energie des Schutzes für jeden Einzelnen. Und ich bitte darum, dass diese Energie des Schutzes sich jetzt ausbreitet, um mich herum liegt,
und um euch herum legt, um dich, der du gerade zuschaust und bei der Meditation dabei bist. Ich bitte Merlin und den mystischen Heilgeist als Energie, diese Meditation zu unterstützen. Und schon hebt sich die Energie, sie hebt sich an und öffnet ein Feld der Liebe. Es ist das weiße Feld der unendlichen Liebe des All-Einen, welches dich nun umgibt. Und wenn du magst, dann darfst du jetzt dein Herz öffnen und fühlen deine Zugehörigkeit zu dem All-Einen und fühlen, wie diese große Liebe jetzt zu dir strömt, die Liebe des All-Einen, welche dir zeigt, dass du geliebt wirst, unendlich geliebt wirst und dass du ein Licht trägst, das Licht der Manifestation. Und ich bitte dich jetzt, dich mit diesem Licht zu verbinden. Dieses Licht scheint in deinem Herzen, in deiner göttlichen Flamme. Dort befindet sich das Licht der Manifestation. Und nun nähre dieses Licht, dass es immer größer wird. Lass aus diesem Licht eine riesige Flamme der Manifestation entstehen und stelle dich genau in die Mitte dieses magnetischen Liebesfeldes deiner göttlichen Flamme. Und nun manifestiere mit deinen Gedanken eine Welt voller Liebe, eine Welt voller gesunder Menschen in der Fülle all ihrer Kräfte, eine Welt, in welcher es nichts Negatives mehr gibt. Eine Erde, welche aufgestiegen ist, in welchem die Menschen das höhere Bewusstsein der fünften Dimension in sich tragen und leben. Lasse diese Bilder entstehen und sei ein Teil davon. Gottes Segen rieselt auf dich herab in sanften, feinen, goldenen Tröpfchen. Nehme deine Hände und empfange Gottes Segen. Lege sie mit der Handfläche nach oben auf deine Oberschenkel und empfange die Liebe Gottes. Spüre, wie die Flamme, deine Flamme der Manifestation, sich ausdehnt, mit der Liebe Gottes verbindet
und dir den Weg zeigt. In Zukunft wird dich diese helle Flamme der Liebe, der Zugehörigkeit zu Gott und der Kraft durch dein Leben führen. Erinnere dich daran und erinnere dich daran, dass du wichtig bist. Denn jeder einzelne Mensch trägt dazu bei, dass das, was geschieht, geschieht. Und mit diesem Wissen wird sich die Kraft der Freude in deinem Herzen ausdehnen und mit deiner göttlichen Flamme verbinden, dich vollkommen neu ausrichten, sodass du jetzt spürst, deine Zugehörigkeit und dass du jetzt spürst, dass du alles tun kannst, alles erreichen kannst, was wichtig ist und du dem Guten dienst voller Freude und Kraft. Die Energie schwingt noch ein wenig für dich weiter. Die helle Flamme des Lichtes, in welcher du stehst, vereint sich jetzt mit deinem Energiesystem, gibt dir ganz viel Kraft und Liebe und schützt dich gegen negative Energien. Ich danke dir für dein Licht und für deine Liebe. Und du kommst nun langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück, vielleicht mit einem Lächeln, mit einem Lächeln der Freude, denn das, was gerade geschah, war wundervoll. Und ich danke den hohen Energien der geistigen Welt, welche uns hier begleitet haben. Ich danke, dass ich euer Medium sein darf. So löst sich die Energie nun langsam auf und wir fühlen die Liebe in uns und die Kraft, alles zu ändern, mutig voranzugehen, das Licht leuchten zu lassen und die Dunkelheit zu vertreiben. Smarana. Ui. Ja, das ist immer so schön und die Ausdehnung meiner Flamme ist enorm geworden. Ich hoffe, dass es für euch auch so ist, dass ihr jetzt umso mehr fühlt, dass wir alles ändern können, dass wir uns nicht beeinflussen lassen müssen von niederen Energien. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich hab euch ganz lieb. Bis dann.